Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Mirror 2 mit eurem Gabor Asaro. Und wir haben jetzt in der letzten Folge ein wenig mit der Eleanor und der Victoria gesprochen. Und wir haben uns aus dem Strickkorb etwas genommen. Mal gucken, ob ich noch was nehmen kann. Ich weiß nicht, was alte Damen am Stricken finden. Vielleicht wollen sie damit einfach nur die Zeit totschlagen. Nicht nur Ältere versuchen, Sachen zu stricken, sondern das ist sogar tatsächlich so ein bisschen so ein neuer Trend, dass Leute tatsächlich, dass sie selber Sachen stricken, weil man dadurch auch viel Geld sparen kann und teilweise auch einiges an Ressourcen. Mal schauen, ob ich jetzt endlich was mit dem Bindfaden machen kann. Hoffentlich funktioniert das tatsächlich. Warum sollte ich einen Faden ohne etwas dran an den Zaun? Oh nein! Ich brauche etwas Glitzerndes. Nein! Schade, die Idee ist aber genau. Ach! Etwas Glitzerndes. Ich brauche. Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Naja. Mist, ich brauche etwas Glitzerndes. Oder irgendetwas. Warum sollte ich einen. Oder irgendetwas, was ich an den. Okay, dann laufe ich hier nochmal ein wenig rum. Vielleicht gibt es ja. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo was. Alles ist verwildert und verkommen. Ich halte mich besser fern. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Wildnis weiterkomme. Ich sollte mich lieber aufs Schloss konzentrieren. Man sieht hier oben, dass auch ein bisschen die Wolken sich bewegen. Eigentlich alles ein sehr schönes Ambiente. Kann ich jetzt... Im Dorf warten keine Antworten auf meine Fragen. Okay, aber die Nymphen. Warte mal, ein Hammer? Kann ich nicht was mit dem Hammer machen? Das ist ja Hammer, Hammer, hart. Das ist ja Hammer, Hammer, hart. Da ist einiges am Start. Yeah! Vielleicht gibt's einen Brief. In England scheint man etwas... Ja, ja, lockerer Brief. Ach komm, bitte, lass was im Briefkasten drin sein, bitte. Mhm. Das Schloss am Briefkasten scheint beschädigt zu sein. Komm! Leer. Nein! Ach, schade. Leer. Schade. Nach Willow Creek bewegt sich Darren leider nicht. Nymphe. Diese Steinfigur. Dann das Tor, das haben wir ja. Das sieht genauso aus. Das haben wir ja schon alles angeklickt. Bewuchs. Kann ich da vielleicht hochklettern? Das wäre natürlich cool, wenn er das machen würde. Sieht aus, als hätte der Efeu den Baum gekillt. Und nun greift er aufs Haus über. Praktisch für einen Einbrecher. Aber solange ich mich hier frei bewegen darf, werde ich nicht an der Fassade herumklettern. Schade. Aber wir halten das einfach mal im Gedächtnis, dass wir da drüber vielleicht, hier war doch noch das Telefon, die hat telefoniert. Vielleicht hat sich ja die Victoria, die Vicky, vielleicht ein paar Notizen gemacht. Ein altmodisches Telefon. War schade, dass, wirklich, wirklich schade, dass ich sie jetzt nicht darauf ansprechen kann. So scheint es. Das Bücherregal. Irgendwo brauche ich noch etwas, um das an den Bindfaden wickeln zu können. Vielleicht gibt es ja... Ich habe die Küche die ganze Zeit im Visier. Zeit, um melancholisch in die Flammen zu starren, nehme ich mir, wenn das hier vorbei ist. Der Sessel sieht einladend aus. Aber es ist noch zu früh, um sich auszuruhen. Dann gibt es ja noch den Globus, einen Faden. Da kann ich wahrscheinlich direkt mit dem Vorschlaghammer drauf, oder? Ich denke, die Ladies wären nicht angetan davon, wenn ich hier mit einem Hammer die Steinplatte bearbeite. Das hört man im gesamten Schloss. Ich hätte sofort die Polizei am Hals und dann wird es kompliziert. Okay, schade. Aber die Idee wäre doch gar nicht so schlecht. Einfach mal machen. Zu weit. Ich muss einen anderen, möglichst geräuschlosen Weg finden, die Platte zu öffnen. Ach, schade. Schade. Absperrung. Mit dem Hammer auf die Absperrung kloppen. Ein verzierter Zaun. Diese Absperrung, die macht mich ganz kirre. Wieso kann ich die ganze Zeit
Oder vor allem auch... was? So, hier ist zurück. Oder das Gemälde oben. Wieso kann ich das Gemälde... Kerzen? Warum brennen hier ausgerechnet Kerzen? Warum nicht? Vielleicht gibt es ja hier noch was Glänzendes, ein Würmchen. Guten Tag, Sally. Hi. Stimmt, ich kann ja noch ein bisschen... Wo ist Bates? Louis meinte, Bates hätte sie für den Job ausgewählt, nicht die Lady. Ja, das stimmt. Es gab einige Bewerber. Die cleversten haben am Tor gleich den Rückwärtsgang eingelegt. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich dachte auch von denen, die sich vorgestellt haben, wären einige besser für den Job geeignet gewesen als ich. Hat mich ein wenig überrascht, dass er mich genommen hat. Er muss von ihren versteckten Qualitäten überzeugt gewesen sein. Dafür meckert er jetzt aber ständig rum. Den ganzen Tag schleicht er mir hinterher. Tu dies, Sally, mach das nicht. Wie im Kindergarten. Wissen Sie, was sich hinter der verschlossenen Tür in der Halle befindet? Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber aus Bates ist nichts rauszubekommen. Er hat mich einmal beim Lauschen an der Tür erwischt. Er hat mich zur Schnecke gemacht, wie noch niemals zuvor. Er hat sich so aufgeregt, dass er beinahe zusammengebrochen wäre. Er hat Blut gehustet und ich musste ihn stützen. Seitdem mache ich einen Bogen um die Tür. Wahrscheinlich hat Bates irgendwie Lungenkrebs. Ich muss herausfinden, was hinter der Tür ist. Oder generell die Krebs. Die Räume dort könnten ein ideales Versteck für eine der Mosaikscheiben sein. Louis scheint sich mehr um dieses Auto zu kümmern als um den Garten. Das ist mal sicher. Seit ich hier bin, schraubt er fast jeden Tag daran herum. Und wenn er gerade einmal nicht schraubt, dann putzt er das Ding oder fährt damit rum. Ist er heute Morgen damit gefahren? Heute Morgen? Ja, ist er. Ich habe gehört, wie der Wagen angelassen wurde. Das kann man nicht überhören. Aber Sie haben ihn nicht gesehen. Ich weiß genau, wie sich der Wagen anhört. Manchmal lässt Louis ihn 20 Mal am Tag an, wenn er gerade mal wieder schraubt. Aber Sie konnten nicht sehen, ob Louis oder jemand anders damit gefahren ist. Nur Louis fährt den Wagen. Mhm. Okay. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Ich bin gerade am Überlegen, was der in der letzten... Machen Sie sich keine Sorgen. Was der in der letzten Folge gesagt hat. Ich frage mich, hatte Louis nicht erzählt hey, gehabt... Louis. Hat er nicht erzählt, dass er heute Morgen nicht gefahren ist? Also stellen wir ihn mal zur Rechenschaft, den Kleinen. Was ist denn jetzt schon wieder? Arbeiterjunge. Sally behauptet, sie wären heute Morgen mit dem Wagen unterwegs gewesen. Sally sollte ihre Nase wieder in die Klatschzeitschriften stecken, wo sie hingehört. Sie sind heute Morgen also nicht mit dem Wagen fortgefahren? Das habe ich doch schon gesagt. Ich glaube ihm nicht. Wer von den alten Leuten sollte schon den Wagen fahren können, ohne dass Louis etwas davon bemerkt? Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Ja, muss nicht sein. Also werde ich doch wohl nochmal mit den lieben Damen reden. Außerdem habe ich sonst gerade eh keine Idee, was ich noch machen könnte. Das Schloss ist sehr schön, aber es... naja... Es zerfällt langsam, meinen Sie? Ich befürchte, da haben Sie recht. Und es ist nicht das Einzige, was hier zerfällt. Wie meinen Sie das? Das Geschlecht der Gordons. Seit Jahrhunderten lebten wir hier in der Gegend und prägten sie wie niemand sonst. Unsere Familie wird aussterben, Mr. Falk. Bald wird es keine Gordons mehr geben. Und das Schlimmste ist, ich bin mir nicht einmal sicher, ob es ein Verlust ist. Oh. Sie meinen wegen... Wegen des Leids, für das einige von uns verantwortlich sind. Ja. Mir ist gerade aufgegangen, dass diese Frau meine Großmutter ist, wenn Angelina recht hat. Sie scheint nichts von einem Enkel zu wissen. Oder doch? Ihr Blick war irgendwie seltsam. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Richtig, das ist deine... Ich hab momentan... Großmama. Der Bind... So, jetzt weiß ich aber langsam auch nicht mehr. Hilfe, jetzt geht's hier langsam wieder los. Jetzt ist hier langsam... Ach Mensch, der Globusch. Wir gehen nochmal hoch. Irgendwann... Und das Gemälde. So viel zum Thema nackt. Vor allem, hier sind dann vier. Draußen sind drei Nymphen. Nymphen? Nymphen? Ach.
An den Gummistiefeln klebt Matsch und Erde aus der Stammpfütze beim Stall. Das ist mir auch noch nicht wirklich klar, wieso man diese Gummistiefel schmutzig machen sollte. Der Boden! Besser, ich sauere den Boden jetzt nicht ein. Nein! Ich habe keinen Grund dafür und Bates würde mächtig sauer werden, falls er mich dabei erwischt. Ach, schade. Jetzt habe ich Ach, nee. Ich habe sie doch gerade selbst dreckig. Ach Mensch. Jetzt habe ich ehrlich gedacht, dass wir den sauber machen können, dreckig machen können, den Boden, sodass dann Bates quasi wie so eine kleine Arbeiterameise dann vorbeikommt und dann den Boden säubert. Schade! Es fehlt noch ein Stöpsel. Ich habe auch leider nichts in meinem Repertoire, was könnte ich denn damit dreckig machen? Nur deswegen ein Haufen Handtücher. Ja, Handtücher, sonst nichts. Ach Mensch. Ich sehe müde aus. Ich finde das auch voll blöd, dass ich einen Bates nicht sprechen kann. Und dabei würde ich doch so gerne mal mit Bates ein ernstes Wörtchen reden wollen. Nein, nicht der Boden. Bates, kann ich da nicht anklopfen? Das geht ja leider nicht. Das haben wir ja gesehen. Oder auf jeden Fall schon ausprobiert, das Gemälde. Ich würde da so gern einmal reindreschen. Aber das geht auch nicht. Ach, Menno. Badezimmer, dreckig machen. Wir haben noch den Spiegel, wir haben noch das Gemälde. Wir können hier leider nur zur Empfangsthalle und nicht in den Turm, der da eigentlich ist. Hinter der Tür soll angeblich nicht mehr sein als einige Räume, die seit dem Brandeinsturz gefährdet sind. Und solange ich den Schlüssel für die Tür nicht habe, kann ich nicht das Gegenteil beweisen. Kann ich mich denn damit vielleicht hineinschleichen? Nein, geht leider nicht. Den Sessel haben wir, Kamin haben wir. Ich würde so gerne etwas aufsammeln, um es an den Bindfaden zu heften. Aber es kann natürlich auch komplett falsch sein, diese Idee. Aber das glaube ich nicht. Und warum glaube ich das nicht? Weil ich gut bin. Globus, Telefon. Wen sollte ich anrufen? Und der Stammbaum. Das ist der Stammbaum. Das ist der Stammbaum. Das ist der Stammbaum. Ich versuche, vielleicht übersehe ich hier irgendeinen Mist. Nein, ich kann ganze Zeit nur den Stammbaum anklicken. Teil eines Gedichts. Der Zettel von Boris ist in der Mitte durch Jahre schon seinen Sohn. Ach so, das war das. Ja, stimmt. Da oben ist das Wappen, dieser Löwe. Mehr lässt sich hier leider an diesem Stammbaum nicht machen. Wusa. Rhabarber! Angelika! Dieter! Eleanor! Verschlossene Tür! Nach draußen! Aber draußen ist doch nichts! Oder doch noch Ich übersehe irgendwas. Kann ja nur. Hier, guck doch mal an den Fenstern nach irgendwelchen Geistern. Da oben ist noch ein Fenster. Mach es dir gemütlich. Von hier aus wird das Schloss richtig bewohnt. Es brennt hinter mehreren Fenstern Licht. Nein, mehr macht da nicht. Ah! Schlosstor, Stelle. Die Holzreppe, Louis. Ich lass ihn. Mit Louis kann ich nicht mehr reden. Der Boden ist hier aufgeweicht. Weich und matschig. Ja, du hängst da nichts dran ohne... Warum sollte ich einen Faden? Am Brunnen ist nichts...
kann ich den Brunnen einschlagen mit der Hammer. Auch das ist leider nicht möglich. Kann ich den Hammer nach... Ich weiß nicht, habe ich glaube ich schon mal probiert gehabt. Ah, hier gibt es doch nicht mehr so viel. Junge. Ich würde so gern was dreckig machen mit den Stiefeln. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Einmal alles durch die Gegend werfen und dann erzählen, dass Sally das war. Ah, ein paar Teelöffel. Ich nehme nur einen Löffel. Da ist noch ein Teelöffel dran. Teelöffel ist was Glitzerndes. Ja, ja. Yippie. Ich habe den Löffel fest mit dem Faden verknotet. Den bekommt man nicht so leicht. Ja, schön, dass man den nicht so leicht abbekommt. Gott sei Dank, ey. Das ist blöd, wenn man hier oben diese Hotspot-Funktion nicht nutzt, weil dann findet man die Sachen nicht immer. Komm, der Rabe steht auf glitzernde Dinge. Wobei ich nicht glaube, das ist der... Das kann doch gar nicht der... Ah nee, der Rabe war ja von der Akademie. Schau mal her, ein glänzender Löffel. Komm, hol ihn dir. Na los, na los. Und jetzt mit dem Hammer eins überhauen. Ah, was habe ich da? Das ist eine Mosaikscheibe. Ausgezeichnet. Angelinas Mosaikscheibe. Endlich. Löffel gegen Scheibe. Ein guter Tausch für mich. Und jetzt haue ich dem eins über den Kopf. Jetzt bin ich... Am Brunnen ist jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt wieder dahin laufen kann. Also zu dem Ort. Im Dorf warten keine Antworten. Ansichtskarte. Akademie. Leider kann ich nur... Nee, ich bin hier noch nicht fertig. Oh, okay, vielleicht... Nein, nein. Ich habe momentan keine Frage. Nein, ich habe momentan... kann ich vielleicht das mit ihm mal anschauen? Das Ding erinnert mich an die Bleiverglasungen in Kirchenfenstern. Verschiedenfarbige Glasstücke, die mit dünnen Metallstreifen eingefasst sind. Alle drei Scheiben zusammen öffnen laut Angelina den Zugang zu den Katakomben unter der alten Akademie. Eine habe ich, die zweite ist da und die dritte ist in der verschlossenen Tür. Ich würde so gern mit dem Hammer da drauf kloppen. Ich muss einen anderen. Ich muss einen anderen Weg finden und dafür brauche ich diese Gummistiefel. Diese dreckigen Gummistiefel. Schlamm und Pfütze. Kann ich nicht irgendetwas dreckig machen? Ich gehe nochmal hoch. Das mit dem Badezimmer, das ärgert mich so. So viel zum Thema Nacktheit. Vielleicht kann ich ja jetzt Bates Zimmer. Die Tür ist abgeschlossen. Nein, immer noch nicht. Der liegt da bestimmt schon tot in der Ecke. Der liegt da garantiert schon tot in der Ecke. Dann gehen wir noch einmal ins Badezimmer. Ich will hier Sachen dreckig machen. Der Stöpsel. Ich nehme die Mosaikscheibe als Stöpsel, weil wenn ich den Stöpsel, ich kann die ja unten wahrscheinlich ablenken, indem ich hier einen Stöpsel reinmache, Wasser laufen lasse, dann überschwemmt hier alles. Dann laufen die von unten nach oben und dann kann ich unten mit dem Vorschlaghammer draufkloppen. Ich sehe. Das wäre auf jeden Fall eine mögliche... Ja, jetzt habe ich schon wieder den Boden angeklickt. Der Boden ist mehr als sauber. Naja. Okay, auf jeden Fall. Schauen wir uns das dann nächste Folge mal an, wie wir jetzt diese doofen, ollen Schnepfen da unten abgelenkt bekommen, dass wir unten an die Steinplatte kommen. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Black Mirror 2 mit eurem Gabrasaro. Und ich sage bis dahin und ciao.